Ja, meine Freunde, wir sind wieder zurück aus Leipzig. Leipzig war eine tolle Messe. Der Motor vom Wohnmobil ist quasi noch warm. Und die Firma Gaslow, ihr wisst, wir sind schon lange Fans von der Firma Gaslow, die hat was Neues auf dem Markt. Und darüber wollen wir jetzt berichten. Wir wollen euch das nicht länger vorenthalten. Und ist eine ganz tolle Sache und schaut es euch mal an. Bis dato war es ja so, dass wenn ihr tanken wollt, ihr hattet hier euren Direktfülladapter. Ne, ihr habt da zusammengeschraubt. Hier aufgeschraubt, angeschraubt und ja, an der Tankstelle betankt. Nun ist es so, dass in der Gasflasche nicht nur die zwei Schwimmer sind. Der eine Schwimmer ist für die Anzeige, für die Füllstandsanzeige. Der andere Schwimmer ist für den automatischen Füllstopp. Sondern es ist auch noch ein Filter drin, um eventuelle Verschmutzungen im Gas rauszufiltern. Was neu ist, die Firma Gaslow hat jetzt einen Vorfilter auf den Markt gebracht, der grobe Verunreinigungen wie Insektendreck oder Schmutz vorher schon rausfiltert. Funktioniert folgendermaßen: Ihr habt hier euren Anschluss, ne, länderspezifisch für die Zapfpistole, den Filter schraubt er zwischen und den Adapter hier hin. Und das war's schon. Ne? Und dann ist es wieder wie gehabt, einfach hier aufschrauben und tanken. Kann ich nochmal vormachen. Die Schutzkappe abdrehen, aufschrauben und ganz normal tanken. Also ich persönlich halte den Filter für eine sinnvolle Sache. Und ihr solltet auch nicht vergessen, falls ihr euch entschieden habt, so eine Flasche zu kaufen, es gibt noch einen Rabattcode und den haben wir in der Videobeschreibung.